So, hallo zusammen, willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein bisschen was anderes und keine PSP-Reparatur. Die, die schon länger auf meinem Kanal unterwegs sind, haben gesehen, dass ich beim letzten oder vorletzten Mal mich schon mal mit einem SMD-Lötkit beschäftigt habe. Ich habe festgestellt, dass ich eigentlich relativ schlechte Lötfähigkeiten habe, gerade was die kleinen Bauteile angeht. Das sieht man, ich bekomme das schon hin. Aber mir fehlt da doch ein bisschen die Übung. Deswegen habe ich mir diese Lötkits gekauft. Das habe ich schon gelötet, gibt es auch ein Video dazu. Und jetzt habe ich mir nochmal noch ein zweites zugelegt. Das machen wir jetzt mal auf. Und dann würde ich das heute mal als kleine Wochenendarbeit mal versuchen zu löten. So, das ist schon ein bisschen größer als das andere Teil, was wir hier haben. Hat deutlich mehr Komponenten und auch eine Anleitung dabei. Die war beim letzten Mal nicht dabei. Das sind die verschiedenen Widerstände, Kondensatoren beschrieben oder wo sie hinkommen. Das ist relativ gut und auch steht hier ein paar Tipps, in welcher Reihenfolge man beginnen sollte. Erst mit den 12,6ern, dann mit den 8,5ern, dann mit den 0,63ern, dann mit den 0,42ern. Also die von groß zu klein in SMD. Bauteilen. Ihr seht es hier an den Bezeichnungen, das bezeichnet die Größe der Komponenten. 6 Reihen. Gut. Und dann hier unten der Schaltplan. 5 Volt wahrscheinlich als Eingang, muss ich nachher mal gucken, stand beim letzten Mal nicht dabei. Hier ist hier. Ah, okay, das kriegen wir hin. So, wir brauchen Anleitungen. Genau, hier haben wir das Board. Das sieht schon ein bisschen komplexer aus als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es doch sehr viel Test und relativ wenig wirklich reale Schaltungen. Ihr seht es hier schon an der Schaltung. Ich habe hier auf jeden Fall, hier ist der Eingang, hier habe ich Leiterplatinen, eine Leiterplatine, Drähte. Und diese Seite scheint auch wirklich damit verbunden zu sein. Von daher hat man deutlich mehr Bauteile, die auch wirklich eben in die Schaltung mit eingreifen. Das hinten scheint eine Übungsseite zu sein. Mit ein bisschen, naja, dass der halt nicht leer ist. Okay, wir fangen mal an. Da hier ist jetzt auch hier die 12,6er, die 0,85er. Hier drüben sind die 0,603, 0,603 und hier am Schluss die ganz kleinen 0,4, 0,2. Dann sind hier ein paar Widerstand, Diode. Hier sind ein paar Widerstände, Kondensatoren. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier so alles haben. Ich glaube, die Hauptarbeit wird es sein, die richtigen Bauteile zu finden, aber die sollten eigentlich hoffentlich selbsterklärend sein. Das sind die Widerstände. Aber ja, ich würde sagen, wir springen mal in das Mikroskop und dann löten wir einfach mal los. Das soll ja auch einfach eine reine Übungssache sein und weder ein, nicht unbedingt ein großes Erklärvideo zu SMD-Bauteilen. Von daher lasse ich euch mal teilhaben an meinen Übungsfähigkeiten und wir legen einfach mal los. Ciao. So, die erste Reihe ist geschafft. Ich habe nachher nochmal mit der Hot Air bin ich nochmal drüber gegangen und habe mal versucht, das noch ein bisschen alles sauber fließen zu lassen mit Flussmittel. Bisschen muss man nachher noch sauber machen, aber ich glaube, so für den ersten Schuss sieht es eigentlich ganz gut aus. Alle relativ gerade und auch ein bisschen besser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatte ich sehr viel Lötzinn verwendet. Das scheint diesmal ein bisschen besser zu sein, hoffe ich zumindest. So, die nächste Reihe sind jetzt Kondensatoren, schon eine Nummer kleiner. Die nur ein bisschen überbelichtet, weil es so hell ist, aber die 08, 05 sind die nächsten, die kommen hier hin. Wieder 13 Stück. Ich habe dieses Mal versucht, das war ein Tipp von einem meiner Zuschauer beim letzten Mal, Dankeschön, hat gut funktioniert, erstmal die eine Seite noch zu verzinnen, danach den Widerstand einzulöten und dann die zweite Seite zu verzinnen. Funktioniert sehr gut. Werde ich jetzt hier bei den Kondensatoren auch nochmal probieren. Gehe ich nochmal runter, mache es danach mit der Hot Air nochmal heiß und dann gehe ich weiter zur nächsten Reihe, auch 0805 Widerstände, selbe Größe und dann sehen wir mal weiter. Gut, das machen wir jetzt und weiter geht's.
So, vielleicht nochmal einen ganz kurzen Break. Ich habe mir hier beim Löten mal nebenbei noch ein bisschen die Leiterbahnen angeguckt und auch die Beschreibung nochmal angeguckt. Also diese Streifen auf dieser Seite links, diese drei hier, und auf der rechten Seite diese drei sind wirklich reine Teststreifen. So steht es auch in der Bedienungsanleitung. Und hier unten hat man nämlich die Testpunkte. Man kann hier im Prinzip einfach gucken, ob ich hier einen Durchgang habe. Ne? Das sind immer in sich abgeschlossene Bereiche. Jeweils, die sich dann über den Testpunkt auf Durchgang prüfen lassen. Das machen wir dann ganz am Schluss, um zu sehen, ob man sauber gearbeitet hat. Und das wirkliche Funktionale liegt hier alles in der Mitte in diesem Kreis. Man sieht hier wirklich die Schaltung, wie man von links nach rechts springt und von dem Chip ausgehend. Also das Wichtige ist wirklich hier dieser Kreis in der Mitte. Da werde ich dann am Schluss rangehen. Jetzt mache ich mal als nächstes diese drei rein noch. Das wird echt spannend. Gerade hier diese 04er. 04, 02er, die sind echt, echt, echt winzig. Ich zeige es euch mal nochmal kurz. Das ist nichts. Also, wenn ihr mal guckt, wenn ich die auf den Finger lege, die sind vielleicht halb so groß wie ein Reiskorn. Wenn überhaupt, wenn nicht sogar noch kleiner. Also, ihr seht hier auf meinem Finger, wie winzig diese Dinger sind. Mal schauen, so klein habe ich noch nie verarbeitet, aber es soll ja ein Übungskit sein. Genau, also ich schmeiße mal diese drei rein, mache ich durch. Und dann sehen wir uns wieder. Dann mache ich mal ein bisschen sauber und dann widmen wir uns hier dieser funktionalen Seite in der Mitte an dieser Stelle. Okay, gut, dann mache ich mal weiter. Thank you.
So, die Dinger sind echt klein gewesen. Also ihr seht hier an meinem Fingernagel, wie klein die sind. Das ist echt mein kleiner Finger, das ist mein kleiner Finger und mein kleiner Fingernagel, wenn man den hier meinen kleinen Finger daneben legt. Also echt mini, mini, mini. Ja, okay. Prinzipiell bin ich mit dem Ergebnis so grob zufrieden. Das waren ja erst die Testlines. Von daher sollte es soweit erstmal passen eigentlich. Können Sie nachher mal messen und testen, ob sie funktionieren oder ob irgendwo eine kalte Lötstelle ist oder irgendwie eine Verbindung nicht sauber ist. Das können wir nachher mal testen. Und dann geht es hier weiter mit der Hauptarbeit, sage ich mal an dieser Stelle. Das werde ich jetzt als nächstes machen. Ich gehe hier mal rum. Hier hat man einen Wechsel zwischen Widerstand, Widerstand, Kondensator, Widerstand, Widerstände. Dann hier haben wir hier vier Dioden. Und hier noch eine Diode. Dann sind hier die LEDs an dieser Stelle. Muss man gucken, dass ich die richtigen finde für die richtige Dinge. Hier zwei Chips, die reinkommen, zwei Transistoren, Widerstände. Genau, das löte ich jetzt im nächsten Schritt nach und nach einmal ein. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Gut, also weiter geht's. Thank you.
So, jetzt habe ich eigentlich so ziemlich alles fertig. Die meisten Widerstände, Dioden, die beiden Chips sind drin. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch der Ring. Beim Ring wechselt sich ein Widerstand mit einer LED ab. Also ich habe hier D1 bis D19 habe ich hier noch, die sich abwechseln, die 11, die 10, die 9. Hier oben noch ein Widerstand und eine LED. Hier nur einen kleinen Transistor, das fehlt noch an der Stelle. Ja, für die, die aufgepasst haben, ich habe meine Spitze gewechselt. Ich habe mal eine breitere Spitze genommen. Ich sehe es öfter in verschiedenen Videos, dass andere mit sehr breiten Spitzen löten und wenn sie was Feines machen müssen, eher die Spitze nehmen. Und wenn sie die Fläche brauchen, haben sie eben die Fläche, weil ich tue mich oft schwer, dass ich ja nur eine sehr feine Spitze hatte. Und an der Stelle dann immer wieder, gerade wenn ich was entlöten musste, einfach zu wenig Hitze reingebracht habe. Mal gucken, es ist ein bisschen unpraktischer, ein bisschen aufwendiger, aber ich übe ja. Deswegen mache ich ja das Übungskit. So, hier bei D1 fehlt auch noch eine LED. Die kommen noch mit rein und das mache ich jetzt als nächstes. Ich mache jetzt mal erst alle Widerstände noch und hier oben die beiden oder die vier Transistoren und am Schluss alle LEDs, weil die LEDs soll man nicht zu heiß machen, da kann ich mit meiner Hotair nicht mehr rangehen und dann schauen wir mal. Dann melde ich mich wieder, wenn ich das drin habe und dann hoffentlich funktioniert das Ganze. So, dann machen wir mal weiter. Thank you.
So, wieder zurück auf der blauen Matte. So sieht das Ganze jetzt am Ende aus. Ich hoffe, es hat euch nicht so sehr gelangweilt. Das war echt am Schluss ziemlich ermüdend und ziemlich anstrengend. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Ich finde auch, dass die Nacharbeit mit Hot Air immer ganz praktisch, weil man sieht wirklich mit genug Flussmittel, wie die Komponenten dann auf ihren Platz rücken. Das funktioniert natürlich mit den LEDs nicht, weil die dürfen nicht so heiß werden, aber mit den anderen Komponenten hat man schon immer gesehen, wie sie dann, wenn die Temperatur erreicht wird, plötzlich alle in die richtige Position gerutscht sind. So, jetzt gucken wir mal, ob es auch funktioniert. Wir holen mal unser Labornetzteil, unser selbstgebautes. Es gibt übrigens auch ein Video dazu, wie ich das baue. So, laut Anleitung 5 Volt. Die legen wir mal an. 4,7, 1 Ampere, sollte passen. Der Output ist noch aus. Dann haben wir hier unten einmal Plus. Mal sehen, ob das geht hier mit diesen Klammern oder mit den Godi-Klemmen. Sonst müsste ich auf was anderes gehen, aber wir schalten sie jetzt mal an, den Output. Und wir sehen, es geht. Spektakulär. Das heißt, die äußeren vier blinken, der mittlere Ring dreht sich und die mittlere LED läuft. Ja, schön, interessant. Gut, ich hoffe, es wackelt ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen auch was gelernt. Meine Lötkenntnisse haben euch nicht zu so sehr gelangweilt. Und lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich über jedes Abo. Ich lese jeden Kommentar und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.